und herzlich willkommen zu meinem Mittwoch. Okay. Ja, neues Jahr, neue verpeilte Elena. Willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Immer verpeilt, immer etwas Tüdelü. Ja, das Jahr ist zu Ende gegangen und wir haben ein neues Jahr. Also sollte ich wahrscheinlich Folgendes erstmal sagen. Ein gutes neues Jahr an alle da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Und falls ihr irgendwelche Klingelereien hört, das ist Leo, der mit seinem neuen... Gibst du es mir mal ganz kurz? Mit dem hier spielt. Da ist er Halbfan von. Womit wir jetzt die nächsten zwei Videos wohl noch oder übel noch leben müssen, ist mein fettes Einhornhorn. Ich habe mir über Silvester einen Pickel angelacht. Ich dachte, die einen lachen sich einen Freund an, also lache ich mir einen Pickel an. Meine Mutter lächelt. Das ist ein gutes Zeichen. Falls ihr gleich meine Unterhose seht, wundert euch auch nicht. Mein Hase könnte die Kamera gleich runterschubsen. Weil wir haben heute das total improvisierte Set, weil mein normaler Rocker, auf dem ich sonst immer die Kamera stehen habe, ist gerade für den Tannenbaum belegt. Und mein Hase denkt jetzt, das sei ein neues tolles Spielzeug für ihn. Und jetzt muss er sich halt durch die engste Engstelle durchquetschen. Ja, Leo, durch die engste Engstelle sich durchquetschen ist nicht immer die glücklichste Idee. Ja. Gut, als ihr Nagelgeräusche hört, das ist auch Leo, und falls die Kamera sich zu ändert, gesponsert von Leo, meinem neuen Kameramann. Okay. Ja, genug abgelenkt. Eigentlich habe ich jetzt gerade versucht, mich selbst abzulenken, weil wir heute wieder zum Thema... Die Woche hat ein Thema. Und diese Woche steht unter dem Thema Berührungen. Und ja, da ich mich schon drücken will, kann man sich denken, dass es nicht gerade so meine Begeisterungsgeschichte ist. Und deswegen möchte ich euch Folgendes sagen. Also heute erzähle ich euch so ein bisschen von mir, wie es bei mir ist, und gebe euch so ein, zwei Tipps und Tricks an die Hand. Und am Freitag will ich euch mal eine Geschichte erzählen zum Thema, wenn es dann mit Berührungen richtig schlecht läuft. So kleiner Mann. Jetzt. Nein, der knabbert doch nur. Der knabbert doch nur. Ist seine Rolle, da wird er doch wohl mal ein bisschen knabbern dürfen. Okay. Also, ich habe ja Thema Berührungen, habe ich anfangs immer gescheut, es den anderen zu sagen. Ich habe, ehrlich gesagt, so total Maus vorms Loch meine Mutter vorgeschoben und habe zu ihr gesagt, sag du doch den anderen, dass ich das nicht mag. Und habe sie dann auch immer eher vorgeschoben im Sinne von, dann gib du den anderen die Hand zweimal oder sowas. Und ja, dann irgendwann bin ich... Was mal? Was? Wenn jemand diesen hier macht, das ist furchtbar. Das ist so, das, also wirklich so. Und dann so, am besten noch so und das ist dann ein Tag hier. Ja, das hat Mutti auch alles für mich ertragen müssen, mal zwei. Und ja. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ich dann irgendwann etwas älter geworden bin. Und dann habe ich immer zu den Leuten einfach irgendwann gesagt, da war es mir ja noch egal, ob ich die vor den Kopf stoße oder nicht. Ich mag keine Berührungen, tut mir leid. Ich schüttle keine Hände oder irgend sowas. Und ich weiß noch einmal, daran kann ich mich erinnern, weil es für mich so eine schöne Situation war, hatten wir einen Handwerker im Haus, den ich komischerweise immer nur gesiezt habe. Alle anderen duzen sich immer. Aber das war dann mal jemand, den wir nicht immer da hatten. Aber den habe ich dann gesiezt. Und er hat dann zu mir gesagt, das sei doch auch besser so, weil so hätten wir schon nicht die ganzen Bazillen an den Händen von anderen. Das fand ich dann auch mal eine nette Abwechslung, dass mal jemand nicht so reagiert nach dem Motto, die ist, Leo, geh vom Schuh runter. Die ist verrückt. Ja, wisst ihr was? Tut mir leid. Also dieser kleine Mann kann einen richtig ablenken mit seinen großen, klupprigen Augen. Drum machen wir jetzt eine kurze Drehpause. Ich bin gleich wieder da. So,
Und jetzt ohne weitere Kameraverschiebereien seitens des Kameras, aber jetzt werde ich mal ganz kurz nochmal schieben. Jo, etwas. Ja. Jetzt haben wir uns gleich. Und jetzt steht unsere Kamera wieder gut. So. Ja, auf jeden Fall, als ich dann etwas älter geworden bin, habe ich die Leute meistens diesbezüglich vor den Kopf gestoßen. Und ja. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, weil das auch nicht immer funktioniert hat, mir so, erste Hilfe, Überlebenstricks bei Berührungen einfallen zu lassen. Und ja, da war der erste natürlich jedem zu sagen, ich mag keine Berührung, Berührungen tun mir weh. Und viele in der Familie haben das akzeptiert und leben damit. Meine Großeltern, auch wenn es ihnen schwerfällt, leben damit. Meine Eltern, die müssen damit halb leben, also so halb. Ich muss sagen, meine Mutter tut mir in 90% der Fälle nicht weh und mein Vater mir in 80%, also ihre Berührung. Und das kommt dann halt immer, das Ding ist, es ist ja nicht böse von mir gemeint oder von mir gedacht, sondern ich kann einfach die Berührung nicht, die tun mir weh. Und dann gibt es Zeiten, wo sie mir mehr wehtun und es gibt Zeiten, wo sie mir weniger wehtun. Aber egal wie es ist nicht so, dass ich mir am Morgen denke, ja, jetzt würge ich es meinen Eltern rein und lass keine Nähe zu, aber überhaupt keine. Im Gegenteil, ich wünsche mir sehr oft sogar, dass ich es einfach mal jemanden umarmen könnte, ohne Angst haben zu müssen, dass er mir wehtut vielleicht. Oder dass ich einfach jemanden, dass mich jemand umarmen kann, ohne mir weh zu tun. Und ja. Und dann habe ich auf jeden Fall, viele Verwandte haben das dann akzeptiert und die wissen das jetzt auch schon, auch wenn wir das immer wieder sagen müssen, nämlich diesen Satz, Elena gibt keine Hand. Ich bin unmöglich, man hat mich nicht dazu dressiert, Pfötchen zu geben. Ja, und dann ist aber auf jeden Fall so bei mir und ich weiß jetzt nicht, ob das bei anderen auch so ist, schreibt es mir in die Kommentare, wenn es so ist, würde mich nämlich wirklich mal interessieren, dass es zu vielen Teilen akzeptiert wird, dass ich einfach keine Hand gebe, dass ich einfach dass ich niemand bin, der gerne knuddelt, dass ich einfach keine Nähe mag. Und ein Onkel von mir hat mir sogar mal gesagt, ich neige dazu, wenn jemand auf mich zugeht, dass ich zurückzucke. Also das habe ich selbst nicht bemerkt, aber das mache ich wohl unterbewusst. Ich zucke zurück, wenn jemand auf mich zugeht oder wenn mich jemand umarmt, dann ja. Und als ich das so gehört habe, habe ich dann im ersten Moment gedacht, so, also damals so aus einem leichten Trotz- und Wutanfall, warum, wenn ich zurückzucke, warum kommen dann trotzdem noch Leute auf mich zu und wollen mich umarmen? Warum wollen die mich noch antatschen? Warum beachten sie es dann nicht, dass es meine Individualdistanz ist und dass ich das nicht möchte? Und ja, irgendwann mit der Zeit hat sich das dann gebessert mit dem immer und immer wieder wiederholen, dass ich es einfach nicht möchte, dass ich es nicht mag und dass es für mich nicht in Ordnung ist. Aber, und jetzt kommen wir zum Punkt, wo ich gerade schon angesetzt habe, ich habe ein ganz, ganz riesiges Problem diesbezüglich. Ich habe eine Tante, ist meine absolute Lieblingstante und die mag ich wirklich, seitdem ich denken kann. Die ist auch schon immer in meinem Leben gewesen und wenn irgendwas war, war ich auch öfters mal bei ihr. Und ja, sie war immer so wie eine zweite Mom. Ja, und die neigt dazu. Also ich habe ihr jetzt schon gefühlte 10 Milliarden Mal gesagt, dass mir Berührungen wehtun, dass ich es nicht mag, dass ich es nicht möchte. Und dass meine Mom hat sie schon, ich weiß nicht wie viele zigtausend Mal gesagt. Und sie beachtet es einfach überhaupt nicht. Sie beachtet es null. Und was für mich das Schlimmste daran ist, ist, dass sie dann auch noch bei Familienfeiern hinsitzt und sowas sagt wie, wenn es darum geht, also ich weiß nicht, in welchem Kontext das ist, weil ich höre es nur vom Hören sagen her. Aber dass sie dann auch den Leuten solche Sachen erzählt, wie ja, also ich darf sie anfassen. Und ich denke mir dann jedes Mal, entschuldigt, dass ich diese Wortwahl jetzt nehme, aber einen Scheiß darfst du machst einfach. Wenn es nach mir geht, darfst auch du mich nicht anfassen. Und ich kann mir vorstellen, was mir persönlich dann sehr leid tut, ist, meine Großeltern sind ja dann auch an solchen Veranstaltungen. Und
für die muss das dann, also ich erkläre es ihnen ja dann jedes Mal, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es extrem schwer für sie ist, zu hören, ja, unser Enkelkind lässt sich von uns nicht anfassen, wir können sie ihr nicht nahe sein, obwohl wir das so gerne würden und so gerne tun möchten, aber dann andere dürfen es. Und ich kann mir wirklich, wirklich nicht vorstellen, wie das für meine Großeltern sein muss, weil das, also ich stelle es mir sehr schwer vor. Weil für mich ist es, ich stelle es mir so vor, wie wenn du jemanden, naja, wie andersrum, weil für mich ist ja auch nicht leicht, dass ich nicht, dass mich niemand anfassen kann, ohne dass ich Schmerzen habe. Und für mich ist das Schwierige daran, wenn sie dann der ganzen Familie erzählt, ja, sie darf es, dann nimmt sie mehr oder weniger meinen Worten die Wirkung, habe ich so den Eindruck, von ich möchte nicht angefasst werden, weil dann denkt sich vielleicht der ein oder andere im Hinterkopf so, aber die darf's, also dann kann es ja nicht so schlimm sein und dann krapscht du doch nochmal zu. Und ich mag Berührung einfach nicht, weil ich weiß genau, jedes Mal, wenn mich jemand berührt, ich meine, mein letzten Overload, der 10 Tage gegangen ist, der kam nicht von irgendwoher. Der kam zum einen von den vielen Eindrücken, aber mir der Rest wirklich gegeben hat ein Typ, der mich angerempelt hat. Das war nur ein 5 Sekunden Kontakt, aber ich habe wirklich mindestens 3, 4 Stunden lang Schmerzen gehabt wie ein Tier, weil das so wehgetan hat, dass an dieser Stelle, wo dieser Typ mich angerempelt hat. Und zwar nicht vom Rempeln, sondern von der Berührung. Also obwohl da noch eine Jacke dazwischen war. Und ja, ich denke mir dann jedes Mal, für mich persönlich ist es so schwer, das zu akzeptieren, dass sie es nicht akzeptieren kann, weil ich einfach mir dann denke, so schwer ist es doch nicht, weil ich würde es, wenn jemand mir sagt, ich möchte keine Berührung, ich möchte keine Nähe, lass mich in Ruhe, dann akzeptiere ich das, weil ich weiß, wie es ist, wenn man das nicht möchte. Aber ich weiß einfach dann auch nicht mehr, ich weiß da auch ehrlich gesagt, ich habe da keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll, damit sie es versteht. Ich habe mir dann schon zu meiner Mutter, habe ich heute gesagt, vielleicht wenn sie das nächste Mal es macht, schreie ich einfach ganz laut, Autsch, du tust mir weh. Aber mein Problem ist, in dem Moment, wo mich jemand anfasst, erstarre ich zur Salzsäule. Ich werde dann einfach wirklich, ich werde dann starr. Und das ist dann kann ich mich nicht wehren, kann nichts sagen und dann bin ich der Situation wehrlos ausgeliefert. Und ja, das ist eigentlich echt schwer. Ja, aber jetzt zu meinen Tipps, die ich euch habe. Ich wollte euch jetzt nicht damit belasten, tut mir leid, aber das ist mir einfach. Ich wollte es einfach irgendwie mal mir von der Seele reden. Manchmal denke ich mir, vielleicht wird es helfen, wenn mal noch jemand anders außer mir und meiner Mutter oder meiner Großmutter sagen würde, ist die Berührung tun mir weh. Wenn ich jemanden noch einen anderen Fürsprecher in der Familie hätte, der einfach mal auch sagt, es tut ihr weh, sie mag es nicht, wir sollten das lassen. Aber in dem Punkt da, ja, da bin ich immer irgendwie auf verlorenem Posten, weil meine Mutter und ich dann immer als meine Mutter wird immer als sie tut mich zu sehr in Watte packen, eingepacken dargestellt. Und ich werde immer als stell dich nicht so an, abgetan und ja. Da habe ich ja schon mal ein Video dazu gedreht, dass ich das schon langsam gar nicht mehr hören kann. Ja, Tipps. Tut mir leid. Jetzt kommen wir zu den Tipps. Mein erster Tipp zu diesem Thema ist, geht zuerst auf den anderen zu. Also wenn ich jemanden umarme, dann fällt es mir immer etwas leichter, die Berührung zu ertragen, als wenn mich jemand umarmt. Deswegen ich auch jeden umarme, also auch diese Tante tendenziell immer umarme, nur damit sie mich nicht gleich krapscht, weil es dann noch mehr wehtun würde, wenn dann die Berührung noch unvorhersehbarer ist. Ich habe so, dass ich zum Beispiel, sage, ich brauche eine Stunde Zeit nach dem Aufstehen, bevor ich die erste Berührung überhaupt ansatzweise ertragen kann. Das zum Thema 90% bei meiner Mutter. Wenn ich nämlich gerade erst aufgewacht bin, dann ertrage ich auch ihre Berührung nicht. Da geht eigentlich nur eine Berührung von einer kleinen süßen Hasenpfote. ja, was auch hilft, ist es, den anderen immer und immer wieder zu sagen. Es ist also wirklich penetrant immer und immer wieder sagen: Ich gebe keine Hand, ich berühre nicht gerne, ich mag das nicht, akzeptiert es. Das kann irgendwann, fällt bei jedem der Groschen, hoffe ich jedenfalls, dass es so funktioniert. Drückt mir mal die Daumen. Ja, dann, was kann ich euch noch für einen Tipp geben?
Also was ich mal gemacht habe, ist, nachdem mich jemand berührt hat, habe ich mich in eine Decke eingerollt. Das hat dann tatsächlich etwas geholfen und hat den Schmerz etwas gelindert. Aber ich musste mich in diese Decke einrollen, also wirklich richtig eng, damit es überhaupt funktioniert hat. Und ich bin mir ehrlich gesagt da mehr Wert vorgekommen wie ein eingerollter Crepe als sonst was. Also ist auch nicht so was, was man immer machen kann. Und sonst habe ich euch leider wirklich auch keine Tipps mehr. Auch in dem Punkt bin ich noch am Anfang meines Seins. Und wenn ich euch neue Tipps habe oder irgendwie, dann mache ich ein neues Video dazu und dann erzähle ich euch diese Tipps. Und ja, aber heute stand jetzt gerade, kann ich euch leider nur sagen, und diesen Satz weiß ich, dass man nicht gerne hört, weil ich ihn selbst hasse. Das heißt, das Motto aushalten. Ich weiß nämlich, dass da weder bei mir helfen da weder Neuroleptika, noch helfen da irgendwelche Beruhigungstabletten, noch hilft irgendwelche Kopfschmerztabletten, noch sonst hilft irgendwas, noch Schmerzmittel. Die stärksten Schmerzmittel helfen nicht gegen diese Art von Schmerzen. Und deswegen kann ich wirklich nur sagen, aushalten. Tut mir leid. Ich wünschte, ich hätte euch jetzt einen besseren Tipp. Irgend sowas wie, so die Wunderpille, damit es nicht mehr wehtut, aber die gibt es irgendwie noch nicht. Wenn ich irgendwann mal eine finde, dann, naja, eigentlich bin ich jetzt gerade zackedämlich, weil es tut mir leid, ich habe was vergessen. Was mir tatsächlich immer ein bisschen hilft, ist Lasea. Aber es ist nicht eine Wunderpille, es nimmt nicht allen Schmerz, aber es nimmt diese, weil wenn mich jemand anfasst, dann habe ich zum einen diesen Schmerz und zum anderen diesen Adrenalinschub, das vor Schmerzen. Und die Lasea nimmt mir zumindest diesen Adrenalinschub. Ja, gut. Also ein Tipp habe ich euch ja dann doch noch gefunden. Jetzt fühle ich mich gerade etwas besser. Okay. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese Situation kennt oder was ihr dazu meint. Und ja, ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmann@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche, vor allem ist es die erste Woche des neuen Jahres. Schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Woche bisher verbracht habt. Ja, wir sehen uns dann übrigens am Freitag wieder mit dieser Geschichte, die ich übrigens nicht so gerne erzähle, aber trotzdem, ich erzähle sie jetzt. Ja, bis dann. Ciao. Ich habe schon wieder vergessen, auf diesen Knopf zu drücken. Ups.